Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, mein Handy fängt nicht gleich wieder an zu bimmeln. Es ist gerade mal 8 Uhr, mein Handy hat schon 8-mal geklingelt. Liegt aber einfach daran, weil die Schule wieder angefangen hat und die Kurse auch im CSS von der Schule aus wieder integriert werden. Und da muss natürlich einiges abgeklärt werden. Mein Manny-Man hat wieder ganz viel Zeug vergessen und ich soll ihm das vorbeibringen, denn heute habe ich nicht nur Vertretung im CSS, denn meine ganzen Trainer sind im Urlaub und ich muss die Kurse vertreten, die die in meinem Studio geben würden. Ich muss auch Chris im Elbathletik vertreten, da er niemanden gefunden hat, der für ihn einspringen kann, denn Chris geht mit seinen Jungs, mit seinen Harley-Jungs nach Röme. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schmeiße ich halt auch noch 2 Stunden in Elbathletik und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch das Studio. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee und dann würde ich sagen, let's fets. So, ich bin jetzt mit Sam erstmal eine Runde noch spazieren gehen, bevor ich ins Elbathletik gehe, selber zum Trainieren und dann im Elbathletik zu arbeiten bei Chris. Wir sind hier in Entenwerder, da kann ich Sam immer freilaufen. Das ist immer ganz schön. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen windig für die Kamera. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Das Wetter ist heute hier nämlich nicht so gut in Hamburg. Es kommt langsam der Herbst, man merkt's. Ich habe auch gestern, als ich Yoga unterrichtet habe, wieder bei mir im Studio gemerkt, dass es schneller dunkel wird wieder. Richtig schade, weil ich liebe es, meine Kurse zu geben, wenn es noch so richtig schön hell ist, obwohl es schon richtig spät am Abend ist. Es ist immer so schön, wenn dann der Sonnenuntergang noch ins Yoga, in die Yogastunde reinfällt. Naja. So, wir gehen jetzt eine Runde laufen. Und ich muss selber noch überlegen, was ich heute trainiere. Es muss ein bisschen Cardio sein. Und ich glaube, weil ich diese Woche so viel trainiert habe an niedrigen Levelkursen im Pole Dance. Ich wollte eigentlich Beine machen, aber ich glaube, meine Schultern brauchen unbedingt wieder kurzen Gegenzug, weil beim Pole Dance fällt man immer so nach vorne. Und ich glaube, ich muss einmal wieder Schulter trainieren, dass die sich kurz wieder ein bisschen entspannen. Weil ich auch gedacht habe, es wäre mal wieder Zeit für eine coole Thai-Massage. Ching, ching! Ach, und was ich noch vergessen habe, Chris feiert ja in 2 Wochen seinen Geburtstag, beziehungsweise er hat in 1,5 Wochen Geburtstag und feiert dann groß bei uns im Garten in 2 Wochen. Und ich bin jetzt schon so dabei, ein paar Vorbereitungen zu treffen, habe mich schon connected mit einer aus meinem Studio, die so für Dekokram im Verkaufswesen tätig ist und habe Windlichter für den Garten da schon geordert. Und Chris wünscht sich eine große Torte und eine Feuerstelle will ich noch kaufen, so eine Feuerschale. Ich verlinke das mal in der Infobox, welche ich jetzt gekauft habe. Ja, dann schauen wir mal, wie das alles noch wird. Und heute muss ich auch echt dran denken, die Lichterkette aus meinem Studio mitzunehmen. Denn während Chris weg ist, will ich schon so ein bisschen den Balkon ready machen, entspannt und in Ruhe, weil das ist nicht so sein Ding. Also alles, was so mit Sachen ranbringen zu tun hat, bohren und alles, er hasst solche Geschichten. Und bevor ich ihn 500 Mal drum bitte, mache ich es inzwischen einfach selber. Thank you.
So. So, ich habe die Schicht im Ab Athletic beendet und bin jetzt im CSS angekommen und ich brauche echt jetzt erstmal was zu trinken. Viel zu wenig getrunken, aber doch. Nehmen wir, lieben wir. So, ich war jetzt gerade beim Bauhaus. Ich habe nämlich das Glück, dass das Bauhaus immer direkt neben meinem Studio ist. Jetzt habe ich hier mal so Ringe gekauft. Ich hoffe, es sind die richtigen, weil ich habe niemanden gefragt. Aber ich habe mir gedacht, hallo Zoom, wird schon passen. Und dann habe ich hier noch ein Multifunktionsöl, um die Stangen mal zu ölen. Denn ich glaube, die platzen natürlich auch, diese Ringe, wenn sie nicht genügend Öl haben, durch den Spinning-Modus. Und das probiere ich jetzt mal ranzubekommen. Von diesem Multifunktionsöl verlinke ich euch in der Infobox, kann man immer gebrauchen für seine Stange auch zu Hause. Mega gut, weil meine war nicht der Ring geplatzt, das war nur bei der hier hinten. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum läuft sie nicht so rund? Und ich hatte es mit einem anderen Öl probiert, aber da ging es nicht. Und jetzt muss sie sich einfach noch so ein bisschen einspielen, dass das da oben auch so ein bisschen aufhört zu piepsen und dann ist wieder gut. Check, check. Aus meinem Studio zurück und vom Bauhaus und habe hier so ein bisschen aufgeräumt, denn Chris hat ja in 2 Wochen Geburtstag oder 1,5 und das Wochenende drauf feiert er seinen 40. Geburtstag bei uns im Garten und er hat jetzt erstmal hier so die Palettenmöbel geholt, die in seiner alten Box standen. Das ist noch der Tisch, der bei uns in der anderen Wohnung stand. Da, wo der Wäscheständer steht, kommt der Grill hin. Und der Bartisch bleibt auf jeden Fall, die Palettenmöbel kommen für nächstes Jahr dann weg, weil wir schöne Gartenmöbel haben wollen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich noch gekauft habe. Ich habe nämlich so Solardinger geholt und die habe ich gesehen und habe gedacht, oh wow, die wollte ich schon immer mal haben und ausprobieren, wie cool die sind. Huch, fällt alles schon raus. Und habe ich jetzt mal in die Sonne gestellt. So, auf jeden Fall habe ich angemacht. Und ich hoffe, die geht auch. Und bin ich mal gespannt, wann sie das Leuchten anfangen. Eigentlich müssten die das, behaupte ich schon. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Ich kenne mich damit nämlich noch nicht aus, aber ich mag sie total. Ja, doch. Ich kann es auch nicht runterklicken. Ich kann es nur schieben. Das ist nämlich so ein bisschen komisch, dieser Gummi da drauf. Naja, wir warten einfach mal ab, was passiert. Ich mache mir jetzt gleich was zu essen. Und setze mich dann dran, das Video zu schneiden.
Morgen habe ich privates Training mit einer Kundin. Die wünscht sich einen Tanz für ihren Mann. Da werden wir 2 Stunden im Studio trainieren. Das muss ich noch vorbereiten. Und dann werde ich mich auch mal auf die Couch flocken und ein bisschen Chili-Willi machen. Vielleicht aber auch noch einen Abendspaziergang mit Sam, weil die Sonne gerade so schön scheint. Lasst ein Like da. Ich würde mich freuen über Kommentare, über das nächste Pole-Video oder Yoga-Video, was ihr euch wünscht, ob ein Flow oder Sonnengrüße. Sam ist immer noch am Bellen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben.